Thomas. Herzlich willkommen bei TV Total. Heute mit allen zur EU-Erweiterung und mit Moderatorin Barbara Elichmann. Außerdem zu Gast der singende Fußballer Ailton und Marquinho. Und hier ist Ihr Gastgeber Stefan Raab. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, eine neue Woche bei TV Total. Nur noch diese Woche sind wir hier, ab nächste Woche senden wir aus Istanbul, meine Damen und Herren. Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag TV Total live aus Istanbul. Dieses Wochenende war für mich persönlich das Highlight die EU-Osterweiterung. Ja? Sie wissen, 10 neue Länder sind in die Europäische Union aufgenommen worden. Unter anderem die Dominikanische Republik und... Nein, wer weiß genau, wer kennt alle? Na? Zum Beispiel? Estland. Estland? Richtig. Polen. Was? Lettland. Polen, Lettland, auch richtig. Tschechien höre ich da. Ungarn? Zypern. Malta, Zypern, Slowenien, ja? Istanbul leider nicht. Ja. Ja, Türkei leider noch nicht in die EU aufgenommen. Slowakei fehlt, glaube ich, noch. Ja, das war es im Prinzip. Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien und so weiter. Da haben sie, glaube ich, alle aufgezählt. Ja? Und das heißt für Sie jetzt, das Wichtigste ist, die wichtigste Änderung ist jetzt, die billigen Kippen kommen jetzt aus der Ukraine. Ja? Nicht wie bisher aus Polen. Ich wusste gar nicht, dass es Malta wirklich gibt. Ich dachte, das wäre eine Erfindung des Grand Prix Eurovision. Ja? Malta. Aber gibt es tatsächlich. Malta. Offensichtlich. Ja, die Osterweiterung. Viele ältere Mitbürger haben gesagt, toll, Osterweiterung, toll, dass ich das noch ein zweites Mal miterleben darf. Ja. Ja. Viele, ja. Viele. Ich glaube, viele Ossis sind spontan rüber nach Polen, um sich Begrüßungsgeld abzuholen. Ja. Aber man muss wirklich mal aufhören mit diesen Vorurteilen, oder? Ja, über die neuen EU-Staaten, zum Beispiel in Tschechien. Ja. Es gibt in Tschechien nicht nur billige Nutten, meine Damen und Herren. Ja, ja, ist ja so. Wer mal da war, der weiß, es gibt auch teure Nutten in Tschechien. Ja. Also, bitte mal aufräumen mit den Vorurteilen. Ja. So. Ich würde auch gerne mal in die neuen EU-Staaten da nach Osten, nur wenn man da nicht immer durch Ostdeutschland müsste, ja, wenn man da hin will. Toll. Ja, und das wurde großartig gefeiert im Fernsehen. Auf allen Sendern EU-Osterweiterung, Riesenparty, live schalten bis zum geht nicht mehr und auch im ZDF. Willkommen Europa hieß die Sendung. Und live dabei war Nina Ruge und hat den Countdown runtergezählt. Ja, war nur ein bisschen später als die Uhr, ja, dran und hat dann im letzten Moment noch die Hürde genommen. Schauen Sie hier. Wir zählen runter. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Jetzt ist es! Ja, tut mir ein bisschen leid für die neuen EU-Staaten, dass sie ohne die 4 EU-Bürger werden mussten. Ja. Ja. Ich glaube, Nina Ruge war einfach durch diese friedliche Osterweiterung so aufgewühlt. Ja. Weil schließlich hat sie auch schon 2 Weltkriege miterlebt. Ja. Und ja, dass sie da einfach die Konzentration verloren hat. Und auch bei RTL Aktuell wurde gefeiert. Man kann da so einen kleinen Ausschnitt sehen, wo der luxemburgische, was ist das eigentlich, Ministerpräsident? Premierminister in Luxemburg?
Man weiß es nicht genau. Jedenfalls hat er fleißig rumgetanzt, ja, und da hat gedacht, hat der Schröder gedacht, guck mal Jungs, das kann ich besser, ja, und dann ist Folgendes passiert. Bei einem gemütlichen Beisammensein im Anschluss an die offiziellen Feierlichkeiten tanzte zunächst der luxemburgische Ministerpräsident Juncker. Kurz danach betrat Bundeskanzler Schröder den Raum. Animiert von der traditionellen irischen Folkmusik zeigte er seinen Amtskollegen händeklatschend seine ganz eigene Version irischer Tänze. Auch noch das Gesicht dabei so verzogen. Hol mir mal eine Flasche Bier. Toll, wusste ich gar nicht, dass der Kanzler so großartige tänzerische Fähigkeiten hat. Dann hält er eine Rede. Das war, glaube ich, eine andere Veranstaltung. Und dort muss er auch im Rahmen der EU-Erweiterung zwei polnische Namen nennen. Und das ist nüchtern gar nicht so einfach. Schauen Sie sich das hier an. Viele Menschen haben sich dafür eingesetzt, für diesen europäischen Gedanken. Wislawa Szymborska und Andrzej Czopiński. Ja. Da kann er. Offensichtlich kann der Kanzler sich polnische Namen schlecht merken. Da kann er froh sein, dass er nicht am Bau arbeiten muss. Ja? So, später noch mehr zum Thema polnische Namen in unserem großen, prominenten Buchstabiertest. Ja? Denn zu diesem Thema ist Barbara Ehlichmann heute zu uns gekommen. Da habe ich noch was gesehen in der ARD. Und zwar die Nacht der Neuen hieß die Show. Und es gab eine Schalte nach Polen. Und da gab es offensichtlich Verständnisprobleme. Schauen Sie hier. Es gab so eine Umfrage mit einer Rangliste, wen die Deutschen am liebsten in der EU haben und wen am wenigsten gern. Die Polen standen ganz unten. Weiß man das da drüben? Das weiß man in Polen und das empfinden die Polen auch als sehr demütigend. Und das hat hier auch die Stimmung ein bisschen vermiest. Zusätzlich zu der Tatsache, dass die Polen ja in den ersten zwei Jahren gar nicht... Jetzt habe ich gerade überhaupt nichts verstanden. Wir haben auch nichts gesagt. Man hatte ein bisschen den Eindruck, die junge Frau war irritiert, ja, vielleicht von zwei freundlichen polnischen Zweitverwertern, die gerade die Radkappen am Ü-Wagen abgeschraubt haben oder so, man weiß nicht genau. Drei Gründe, meine Damen und Herren, warum die EU-Osterweiterung super ist, sehen Sie jetzt hier. Ich bin happy, happy, happy. Ich auch, denn es gibt drei gute Gründe, warum die EU-Osterweiterung super ist. Grund 1. Unsere europäischen Freunde haben tolle Bräuche. Früh aufstehen, ackern, nach Hause kommen, essen, kacken, schlafen. Ja, das auch. Aber eigentlich meinte ich die traditionelle Straßenmusik. Die betörenden Gesänge. Und die schönen Tanzrituale. Yeah. Gibt's da nicht ein bisschen flottere Musik? So, und jetzt noch flottere Tänzerinnen. Als wenn ein Engelchen auf die Seele pinkelt. Der zweite Grund. Wir können über unsere Nachbarn noch viel lernen. Was wissen Sie zum Beispiel über Ungarn? In Ungarn, Und Sie? Okay, und wie sieht's mit Malta aus? Malta ist für mich so eine Urlaubsinsel zwischen Europa und Malta. Diese Behauptung ist völlig falsch. Deshalb nochmal in Kürze die Fakten über Osteuropa. In Osteuropa gibt's nette Menschen. In Osteuropa gibt's lecker Essen. Die Thüringer Bratwurst, das ist, ja, so, das mag ich besonders gern. Und der dritte Grund, warum die Osterweiterung super ist, in ein paar Jahren können wir überall mit Euro zahlen. Das wäre ein Geburtstagsgeschenk für alle Deutschen. Außer für Sie hier. Der Euro macht mich verrückt, ich weiß auch nicht warum. Und für Sie hier. Na,
Vielleicht ein kleines Lied zur Beruhigung? Der Euro kommt. Der Euro kommt. Ja, dein und mein. Das wird er sein. Ach du Scheiße, können wir da nicht auch Musik und Bild ändern? Toll, danke. Das waren unsere drei Gründe und nun wollen wir alle auf die neuen EU-Länder anstoßen. Ich trinke einen Sekt vielleicht. Ja, drei Gründe, warum die EU-Osterweiterung super ist. Ja. So, meine Damen und Herren, noch wenige Tage, dann ist soweit die Grand Prix-Woche in Istanbul startet. Wir werden von dort für Sie senden, eine Woche lang aus Istanbul, ab nächsten Montag. Und wenn Sie noch mitfahren möchten, dabei sein möchten in Istanbul, Sie werden von uns untergebracht, Sie können zu unserer Show kommen, Sie bekommen Karten für das Grand Prix-Finale, dann können Sie an unserem Spiel teilnehmen und hier sehen Sie, wie es geht. Der Eurovision Song Contest 2004. Am 15. Mai ist es soweit. Unser Max startet für Deutschland. Auch wir sind in der Grand Prix-Woche vor Ort. TV Total sendet ab dem 10. Mai jeden Abend aus Istanbul. Freuen Sie sich auf türkische Superstars, die zu uns in die Sendung kommen. Die letzte Grand Prix-Gewinnerin Sertab, die wir auch schon mal bei uns eingeladen hatten. Außerdem ein guter Freund unserer Sendung, Kaya Yana, der diesjährige türkische Konkurrent von Max, die Band Athena. Diese und weitere türkische Superstars alle im Laufe der Woche bei uns. Sehen Sie Elton beim Einkauf auf dem Bazar oder mit Gülcan beim Stadtbummel. Wir haben unser Studio direkt am Bosporus, sodass wir Ihnen so viel wie möglich von der Stadt zeigen können. Und jetzt kommt's! Auch Sie können dabei sein! Ökotours bringt Sie in die pulsierende Metropole am Bosporus, eine Stadt, die keine Nacht kennt. Öger bringt Sie und Ihren Partner 6 Tage in einem schnieken 4-Sterne-Hotel mit allem Pipapo unter. Kommen Sie in unsere Sendungen vor Ort und treffen Sie persönlich die Stars. Am Tag der Entscheidung sind Sie und Ihr Partner in der Halle live beim Song Contest dabei. Und hier die Frage, die Sie beantworten müssen. Wo findet dieses Jahr der Eurovision Song Contest statt? A. In Istanbul, B. In Göteborg oder C. In Lissabon. Knifflig, was? Wenn Sie es wissen, rufen Sie an. 01379 3636 plus Endziffer. Für Istanbul die 01, für Göteborg die 02 und für Lissabon die 03. Oder schicken Sie eine SMS mit dem Inhalt 01 für Istanbul an die 40400. Mit dem Inhalt 02 für Göteborg an die 40400 oder mit dem Inhalt 03 für Lissabon an die 40400. TV Total aus Istanbul. Vom 10. bis zum 13. März zur gewohnten TV Total-Zeit. Ja, wenn Sie mitspielen möchten, meine Damen und Herren, jetzt wissen Sie, wie es geht. Jetzt wissen Sie, wie es geht und vielleicht sehen wir uns ja dann nächste Woche in Göteborg, meine Damen und Herren. Jetzt gibt es ein kleines bisschen Werbung. Nach der Werbung bei uns alles Wichtige vom Promi-Boxen. Dann zu Gast bei uns Barbara Ehlichmann, Bremens Wunderstürmer Ailton mit seinem Musikerfreund Marquinho. Und jetzt, meine Damen und Herren, die ganze Woche live hier bei TV Total mit unserer Band zu sehen und zu hören. Meine Damen und Herren, Thomas Anders. Bis gleich. Yes, sir.
Herzlich willkommen. Ja, eine Freude. Hallo. Die ganze Woche ist Thomas Anders noch bei uns und begleitet Sie hier immer in unsere Pausen. Tonight is the night. Das ist die neue Single, oder? Genau, die ist es. Das ist die neue Single. Tonight is the night von Thomas Anders und das Album This Time. Und die ganze Woche hier, da ist das Album This Time. Die ganze Woche wird Thomas noch bei uns zu Gast sein und mit unserer Band live hier immer spielen. So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zum Thema Promi-Boxen. Sie haben es wahrscheinlich am Samstag gesehen. Ja, super, oder? Ich habe mir das am Samstag wieder angeguckt und habe eine riesen Idee gehabt. Promi-Boxen müssten wir mal mit Prominenten machen. Ja, das wäre vielleicht mal eine Idee, oder? Hier, so ihn hier. Ja, jemand, den man kennt, so. Ja. Was ich nicht verstehe, warum nehmen da immer neue Leute teil beim Promi-Boxen? Ja? Ich könnte mir das gut angucken, wenn Carsten Spengemann jedes Mal ein paar aufs Maul bekommt. Ja? Und wenn Sie das gesehen haben, die erste Kampfpaarung war Daniel Lopez. Damals war er bei Deutschland sucht den Superstar in den ersten Runden dabei. Gegen Dustin Semmelrogge, der Sohn von Manfred Semmelrogge, nee, Martin Semmelrogge. War letzte Woche hier bei uns zu Gast. Wie komme ich da auf Manfred Semmelrogge? Martin Semmelrogge. Richtig. So. Also die beiden haben sich duelliert. Daniel Lopez gegen Dustin Semmelrogge. Und die Bilder möchte ich nicht vorenthalten. Schauen Sie hier. Der macht es gar nicht schlecht. Also mit einem Aufwärtshaken zu arbeiten ist gar nicht so. Wow. Gut. Ja, das sieht oh, ich glaube, wird gleich abgebrochen. Steht ja, schon daneben und schaut. Und ich denke, der Kampf wird gleich... Mal gucken. Ja, der ist. Ich denke, der ist so zu einseitig jetzt, der Kampf geworden. Haben Sie das gesehen? Böse Bilder, oder? Mal Hand hoch, wer Mitleid mit Daniel Lopez hat hier. Zwei, drei. Hier vorne. Ja, drei. Toll. Wenigstens hat Daniel Lopez keine Auftritte, die ausfallen könnten. Ja, der ist so erfolglos. Ja. Ich weiß nicht, hat er noch Garantie auf der Nase gehabt? Oder wie war das? Der hat sich, glaube ich, vorher extra die Nase machen lassen. Und ja, angeblich hat er sich eine Rippe gebrochen bei der Veranstaltung. Der wusste wahrscheinlich nicht, dass bei Promi-Boxen nicht per Televoting entschieden wird. Ja. Und ja, es gibt keinen Grund zum Mitleid, meine Damen und Herren, denn offensichtlich steht Daniel Lopez drauf. Das hat er jedenfalls vorher in einem Interview gesagt. Schauen Sie mal hier. Gegner Lopez spürt eher einen anderen Lustgewinn. Ich stehe total drauf, zu schlagen und auch Schläge zu bekommen. Ja, also gehört. Vielleicht auch mal ein Tipp für... Auch mal ein Tipp für seine Fans vielleicht. Nicht nur immer Geschenke, sondern auch mal ein paar aufs Maul. Er steht halt drauf. Und dann kam der große Hauptkampf. Willi Herren, den Sie aus der Lindenstraße kennen, gegen den Rapper Nana. Und ja, in den ersten Sekunden hat Willi Herren ordentlich Gas gegeben. Ja, ich weiß nicht genau, was los war, aber normal war das nicht. Schauen Sie hier. Und Willi Herren also in der Rechtsauslage. Was ist denn da los? Unfassbar. Diese. Meine Theorie, dem hat einer Speed in die Eiswürfel getan, ja? Wenn Sie mich fragen. Solche Bewegungsabläufe bekommt man doch normalerweise allein mit Alkohol gar nicht hin, ja? Willi Herren, ein sehr spannender Kampf war das. Ja. Zu diesem Augenblick hat, glaube ich, Willi Herren noch gedacht, er müsste gegen Nana Mouskouri antreten. Ja. Weiße Rosen aus Athen sagen dir... Wie? Ach, der Rapper Nana, das hätte man mir ja sagen können. Und im Verlauf des Kampfes wendet Willi Herren doch, sagen wir mal, fürs Boxen recht... interessante Schlagtechniken an. Schauen Sie mal hier. Ja, er will. Oh. Kannst du ihm nicht absprechen, dass er es nicht probiert? Ja. Amano, reicht.
Einfach hier zu viel Bud Spencer geguckt, oder? Zack! Ja. Paff! So. Und ja, am Ende des Kampfes, Willi Herren musste einiges einstecken. Und hat dann am Ende aber dennoch ein positives Resümee gezogen. Hören Sie mal genau hin, wie sich Willi Herrens Leben verändert hat. Ich bin ein komplett anderer Mensch. Leute, die mich vorher kannten, wissen, was für ein Saufnase ich war. Ich habe mich um 308 Grad gedreht. Guck mich an. Ja. Vor allen Dingen, sind aufgefallen. Um 380 Grad, muss man sich mal vorstellen. Da ist ja einmal ganz rum und noch 20 Grad dazu. Die Floskel geht ja, ich habe mich um 180 Grad gedreht, oder? Wenn er sagt, ich habe meinen Lebenswandel geändert. Ja? Ich bin erst in die Richtung gegangen, 180 Grad, wäre nach da. Ja? Aber 380 Grad wäre so. Ich war vorher eine Saufnase, jetzt bin ich ja schon wieder da. Ja? Und noch mal 20 Grad drauf, also so ungefähr. Ja. Das ist das, was Willi Herren uns sagen wollte. Ich weiß es nicht genau. Richtig. Ja. 380 Grad, toll. Ja, meine Damen und Herren, wir haben noch mal einen kleinen Hinweis auf unser Gewinnspiel. Wenn Sie mit nach Istanbul fahren wollen und uns dort besuchen und zum Grand Prix Endausscheid wollen, dann müssen Sie eine Frage beantworten. Und zwar: Wo findet dieses Jahr der Eurovision Song Contest statt? Rufen Sie an, wenn Sie meinen Istanbul, dann die Nummer, die Sie dort sehen, und die 01. Wenn Sie meinen Göteborg, dann die 02. Oder wenn Sie sagen Lissabul, dann die 03 an die jeweilige Nummer hinten dran hängen. Und das Ganze nochmal für SMS. 01 schicken Sie an die 40400, wenn Sie sagen, es ist Istanbul. Wenn Sie sagen, es ist Göteborg, die 02. Und wenn Sie sagen, es ist Lissabul, dann die 03. So, meine Damen und Herren. Ach, wirklich? Ja. Jetzt kommen wir zu einer jungen Frau, die am Samstag mit einer neuen Show begeistert hat bei Sat1. Und zwar dem großen Buchstabiertest. Habe ich das richtig gesagt? Promi. Entschuldigung, der große Promi-Buchstabiertest. Ja, der große Promi-Buchstabiertest. Und sie macht noch eine andere Sendung mit dem Titel Clever. Meine Damen und Herren, die erfolgreichste Frau des deutschen Journalismus. Begrüßen Sie recht herzlich Barbara Ehlichmann. Das habe ich doch so richtig gesagt, oder? Die erfolgreichste Frau des deutschen Journalismus, so kann man es sagen, oder? Das nehme ich gerne. Erfolgreich sein ist super. Aber die Sendung heißt tatsächlich, das ist der große deutsche Prominentenbuchstabiertest. Der große deutsche Prominentenbuchstabiertest. So viel Zeit muss sein. Warum sucht man sich so lange Namen aus? Damit man in der Fernsehzeitung schon richtig fett drin ist, damit da nicht mehr viel Platz für andere Sendungen ist. Dann buchstabier das doch mal. Der große deutsche Prominentenbuchstabiertest. DER. Können wir das unten einblenden? Barbara Ehlichmann buchstabiert jetzt den großen deutschen prominenten Buchstabiertest. Okay, los geht's. DER GROSSE PROMINENTENBUCHBI. Jetzt bin ich völlig durcheinander. Ja. Okay, leider. Was? Es geht auch nicht mehr auf unser Riesennummer. Es geht nur man muss es kleiner schreiben, glaube ich. Vielleicht ein kleiner Tipp oben an die, an die Techniker. Oder eine zweite Reihe. Ich glaube, da drückt man Return, oder? Und dann geht das so eine Reihe runter, kann man unten drunter weiterschreiben, oder? Bis dahin war ich aber nicht schlecht, oder? Ja, ich habe nicht zugehört. Ach so, super. Mach mal Stracciatella. Stracciatella? Ach du Scheiße. Stracciatella. Ja, kann ich dir sagen. S-T, könnt ihr mal mitmachen, Leute? S-T-R-A. Z. C. Was ist das für ein Z? Nee, C-C. I. A T E L L U. Stracciatella. Richtig. Und wie ist es? Das stimmt. Stracciatella. Korrekt. Es ist ja nicht.
Was ist denn die Kunst eigentlich dabei? Die Kunst ist doch wahrscheinlich, dass man es buchstabieren muss, ohne dass man das Wort sieht, ohne dass man sich es aufschreiben kann. Man muss sich konzentrieren. Also erstmal muss man natürlich annähernd wissen, wie man es schreibt, weil wenn das nicht geht, dann kann man es auch nicht richtig buchstabieren. Ja. Aber wenn man weiß, wie man es schreibt, muss man sich tatsächlich richtig konzentrieren, um es hinzukriegen. Deswegen ist es auch in Amerika an den Schulen so eine Art Sport, damit die Kinder halt ihre Gehirnwindungen richtig trainieren. Aha. Und was war das Ergebnis der Sendung? Gibt's ja, einer hat gewonnen. Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Ich konnte es leider nicht sehen. Ich habe geguckt, wie sich Willi Herren mit Nana geprügelt hat. Ja, wer hat eigentlich gewonnen am Samstag? Ja, weißt du gar nicht. Ja. Ich habe es vergessen. Du weißt nicht, wer in deiner eigenen Show gewonnen hat? Ich war so aufgeregt. Wer war denn dabei? Jenny Elvers war dabei. Und die anderen kommen alle noch. Irre prominent Til Schweiger. Und Nicolette Krebitz hat tatsächlich gewonnen. Nicolette Jasmin, Krebitz, ja, ah, Jasmin Tabatabai, ja. Was schreibst du denn jetzt die ganze Zeit auf? Ich guck mal, ob ich die Namen buchstabieren kann. Til Schweiger. Til Schweiger stand im Finale mit Nicolette Krebitz. Ja. Sehr interessant war auch, Jenny Elvers musste Usambara-Pfeilchen. Das ist auch ein echt schwieriges Wort, oder? Ich finde ich gar nicht. Total guck mal schwierig. An, was dabei rausgekommen ist. Musste Usambara-Pfeilchen. Wie heißt das? Buchstabieren. Usambara-Pfeilchen. Ja, super. U-M-S-A-R-M-B-A-V-E-I-L-C-H-E-N. Kann ich mal sehen? Ja, ich sehe es schon und es sieht sehr interessant aus. Wie ist es, wenn man... Kriegt man hin? Wenn man weiß, was es ist. Wenn man weiß, was es ist. Ja, irgendeine Pflanze wahrscheinlich, oder? Ja, stimmt. Haben wir vorher aber auch gesagt. Oder das, was Daniel Lopez da unterm Auge hat. Könnte auch ein Usambara-Pfeilchen. Ja, das stimmt. Wie geht das jetzt weiter? Das ist jetzt noch nicht der Schluss, oder? Es, nee, es gibt noch, das konnte Folgen? Das Ende noch nicht sein. Am nächsten Samstag treffen Claude-Oliver Rudolph, Ralf Richter, Eva Pattberg, Barbara Schöneberger und andere Größen des deutschen Showgeschäfts aufeinander. Und dann suchen wir wieder einen Buchstabierkönig oder eine Buchstabierkönigin. Und die beiden Buchstabierkönige treten dann noch mal irgendwann gegeneinander an oder ist dann vorbei? Nee, dann kommt noch viermal und dann ist es also vorbei. Also noch viermal? Ja, also und dann macht RTL das Ganze noch mal unter dem Titel der große Deutsch, weiß nicht was, Test, oder? Kann sein, ja. Ja. Ich möchte auch, dass du... Ist doch so, oder? Es ist ja heute so, man kann ja nichts mehr machen, ohne dass das, wenn es erfolgreich ist, direkt vom Nächsten nachgemacht wird, oder? Ja, das stimmt. In diesem Fall hattet ihr die Nase vorne. Ganz weit, ja. Ich habe auch noch was Interessantes für dich, was zu buchstabieren gilt. Ein Klassiker aus TV Total, bitteschön. Mal aber schön, dass du mit hier und startet du schon unter deinen hier. Die Leute und dann boostet ihr vorbei, haben die was angegriffen. Angekifft? Angekifft oder angegiftet? Ja, also ich verstehe mal Anetiv. Schade, du de deine Haar. Ja. Schade, du de deine Haar. Von mir aus Kiss. Von mir ist Anetiv. Das ist das, was ich verstehe. Anetivt. Anetiv. Schade, du de deine Haar. Das heißt, ich habe den Hund an der Leine gehabt. Ja. Schade, du de deine Haar. Das ist aber nicht deutsch, oder? Solche Leute müsst ihr mal einladen. Ja. Du machst die Prominenten, wir laden sie ja. ein, ja. Ja, und es geht auch, wann geht's wieder weiter mit Clever? Sehr erfolgreich. Clever am zusammen 12. mit Wiegand Boning am 12.15. 2015 wieder Clever und nächste Woche nochmal der Buchstabiertest. Der große. Und dann gibt's noch den Bayerischen Fernsehpreis. Wie? Den moderierst du? Samstag. Den moderierst du? Ja. Oder bekommst du den? Nein, den kannst Nein, präsentieren. Doch. Präsentieren. Vielleicht beim nächsten Mal kriegst du den dann auch. Ja, ja dann wünsche ich nochmal viel Erfolg. Danke. Und alles Gute. Barbara Ehlichmann, meine Damen und Herren. Dankeschön. Der große Buchstabiertest, meine Damen und Herren. Sehr interessante Sache. So,
Nochmal zu unserem Gewinnspiel. Nochmal für Sie, wenn Sie nach Istanbul reisen wollen und uns besuchen wollen und das große Grand Prix-Finale sehen wollen, müssen Sie folgende Frage beantworten. Hier nochmal für Sie, wenn Sie der Meinung sind, der Eurovision Song Contest findet dieses Jahr in Istanbul statt, dann wählen Sie die angegebene Nummer und die 01. Wenn Sie sagen Göteborg, die 02. Und wenn Sie sagen Lissabon, dann wählen Sie bitte die 03. Und das Gleiche können Sie per SMS, die 01 für Istanbul an die 40400 oder die 02 für Göteborg oder die 03 für Lissabon. So, meine Damen und Herren, wir machen wieder ein kleines bisschen Werbung. Und nach der Werbung bei uns dann Ailton, der Wunderstürmer von Werder Bremen, zusammen mit seinem Musikerfreund Marquinho. Und vieles mehr. So bleiben Sie dran. Bis gleich. Drives away, out of sight. The girl inside has stole my pride. Run away with my whole life. Don't expect she turned around. Think about what you left behind. It's time to know what's going on. She turned my world around. She's the one, she's the girl that left me in this misery. Stole my pride, stole my life. Lady Benson girl, you tried to ruin my world. And every time she goes, she casts me in a spell. Independent girl, living in her world. You never know her well, my love for her is blind. You're my independent girl. Thomas Anders, meine Damen und Herren. Das ist das aktuelle Album von Thomas Anders. This Time. Das war gerade Independent Girl. Das hier die aktuelle Single von Thomas. Tonight is the Night. Diese Woche live mit unserer TV Total Band. Jeden Tag hier bei uns zu Gast. Meine Damen und Herren, jetzt kommt ein junger Mann, der ja auf dem Weg zum Meistertitel ist. Es fehlen noch drei Punkte, oder? Drei Punkte. Wenn die an Bremen gehen in den nächsten Spielen, dann müsste es eigentlich zur Meisterschaft ja nicht ganz. Drei Punkte? Nee, sechs Punkte brauchen wir. Ich frage mal gleich. Ja? Er wird es ja selber wahrscheinlich am besten wissen. So, und deswegen. Richtig. Und deswegen ist er jetzt hier und er hat einen Freund, der macht tolle brasilianische Musik. Und er hat noch einen Freund, ja? Der ist Pastor. Ja? Und außerdem gleichzeitig noch Übersetzer. Und die hat er beide mitgebracht zur Sicherheit. Und deswegen begrüßen Sie jetzt recht herzlich Ailton und Marquinho und seinen Pastor auch noch. Ja. Willkommen, Ailton, Marquinho und der Herr Pastor. Ihr Thomas, Name ist? Thomas Voss. Thomas Voss? Jawohl. Sie sind aber Brasilianer? Ja. Sieht man doch. Sieht man nicht. Sie sehen eher aus wie ein finnischer Tango-Tänzer. Ja. Ailton, herzlich willkommen. Läuft's okay. Gut, oder? Klar. Ja, klar. Sehr gut. Noch wie viele Punkte braucht ihr noch zur Meisterschaft? Drei. Drei? Ja. Das reicht? Muss gewinnen Samstag und Schluss. Ist okay. Am Samstag gewinnen gegen Bayern? Ja, dann ist ich Schluss weiß nicht. Vielleicht, muss gucken. Ja. Machst du ein Tor? Und wer eine Chance ist, muss konzentrieren und noch eine durchschießen. Ja, selbstverständlich. Ja, klar. Der Herr Pastor, wie ist da eure Verbindung? Woher kennt ihr euch? Wir denken, dass uns konzentrieren muss. Heute. Hier. Ach so. Ihr habt euch hier erst kennengelernt? Ja, ich kenne ihn schon. Ah, okay. Ja. Die Brasilianer sind ja sehr religiös alle, ja, oder? Ich gehöre in seine Gemeinde. Ah, okay. Ja. Du kommst woher? In Recife, in Brasilien. Wo? Recife, Brasilien. Recife? Ja. Ah, okay. Wir kommen aus derselben Heimat. Aus derselben Gegend, ja? Ja. Und ihr habt euch hier aber kennengelernt? Ja, genau. Ja? In Bremen. In Bremen, wie kam das? Ja, durch Musik. Du hast gespielt? Ja, und ich habe Ayut kennengelernt und... Also vorher, ich habe schon DD und Jungs von Borussia kennengelernt. Ja. Und danach Ayuto und andere Spiele von Borussia Mönchengladbach, Leverkusen. Ah, okay. Und ihr habt zusammen, habt ihr eine Platte gemacht? Ja. Ja? Marquinho hat im Wesentlichen gesungen. Und hier kann man sehen, ich nehme es mal gerade raus hier, kann es mal gerade zeigen. Und die anderen haben auch alle mitgemacht, oder? Ja, genau. Ja? Auf dieser Platte von Marquinho mit dabei ist hier Conceição, Ailton natürlich, Amoroso, Everton, DD, die
Kollegen hier, Marcelo, ja genau. Chiquinho. Ja, im Prinzip ganz Borussia Dortmund und du, ja. Oder? Habt ihr miteinander auch was zu tun? Telefoniert ihr oder seht ihr euch nur bei Fußballspielen? Die anderen brasilianischen Spieler in Deutschland? No, ich muss immer telefonieren. Dann sagt man, alles Gute in Deutschland. Alles Gute, dass wir nächste Woche spielen. Ein bisschen Kontakt. Ja. Und du gehst jetzt nach Schalke? Ja. Ja. Und du warst in Schalke selber und es hat ein bisschen für Unruhe gesorgt, dass du gesagt hast, da ist nicht so schön. Nein, das Problem ist nicht so gut, sehr gut spreche Deutsch. Vielleicht die Journalisten nicht verstehen meine Frage. Ja. Ich sag mal, dass Schalke 04, das schöne Club. Ja. Für mich, das ist auch schön motiviert. Das ist eine neue Saison bei Schalke 04 und muss arbeiten, Tor schießen. Genau, ja. In Bremen. Immer Tor schießen. Ja, klar. Ja, das ist, ja. Ich tue mal immer Tor schießen. Bis im Moment. Ah, hier, das ist aber. Gitarre. Oh. Gute Gitarre. Entschuldigung, einen Moment. Oh, ein Geschenk. Ja. Das ist offiziell. Ah, das ist offiziell auch mit Ailton drauf. Super, ja. Geil. Vielen Dank. Und da kriege ich auch noch gleich ein Autogramm drauf. Ja. Und jetzt kriege ich auch noch eins. Was ist da drauf? So. 085, ja. Hier, das. Hier, das ist original. Vielen Dank. Danke, danke. Oh, das ist super hier, das muss ich unbedingt unterzeichnet haben. Da spiele ich dann bei unserem nächsten Treffen spiele ich damit hier in unserer Betriebsmannschaft. Warte mal, ich halte mal hier stramm. Komme ich später bei die Schalke 04. Ja, genau. So, schön. Ail Buchstabiertest. Ailton, wie schreibt man? Ja. Was heißt das? Do amigo, Freunde. Ah, okay, Freunde. Okay, alles klar. Ja, jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen Musik hören. Du singst auch mit? Oh. Machst du einen Ball? Besser ist ein bisschen kontrollierbar. Also er spielt Gitarre und singt und du machst Ball hochhalten. Ja, ja, da haben wir die Gitarre hier, oder? Ja, so, die Gitarre für Marquinho. Ja, das Stück heißt wie? Hier steht ja meine Mannschaft. Ja. Und heißt es auf Brasilianisch? Wie heißt es da? Minha Seleção. Mir ist das Sound. So. Das ist national. Also, ich muss ja gerade hier, warte mal, hier zu Ehren von Ailton und Marquinho. Schön. Und die brasilianische Flagge. Kurz ist. So, Ailton spricht. Ball für Ailton. Du hältst hoch. Kannst du mit den Schuhen Ball hochhalten? Diese Schuhe ist. Nicht so gut. Ja. Aber ich probiere mit Marquinho ein bisschen. Ja, okay. Okay. Marquinho spielt jetzt ein bisschen live hier auf der Gitarre. Okay. Und dann steht das besser aus. Also, wir haben andere Versionen von das Lied. Ja? Ja, zum Beispiel. Badadadadudenda. Badadadadudenda. Brasil é festa, futebol e muita mulher. É na palma da mão, é na ponta do pé. Brasil é festa, futebol e muita mulher. Agora. Badadada do dendá. Badadada do dendá. Oh. Brasil é festa, futebol, muita mulher. É na palma da mão, é na ponta do pé. Brasil é festa, futebol, muita mulher. Hier! Schöne Musik! Marquinho, meine Mannschaft! Mit
Sau, Amoroso, Everton, DD und alle sind hier mit drauf. Ich muss auch bedanken, alle Spieler, ne? Ja? Ja, die Amorosen und der Ailton. Chiquinho, Everton, DD, Thiago, alle, Kaka, musst du lesen, wer dabei war, oder? Also ja. Von ganz Herzen. Ja. Ne? Das ist wirklich schöne Musik. Also ich mag gerne diese etwas traditionelle brasilianische Musik, die nicht immer mit solchen Stampfbeats hier so, weißt du? Samba, de Janeiro, uft. Und nicht vergessen, ab heute zu verkaufen. Ne? Ja, ab heute gibt's das. Bitte gehen Sie in den Laden und holen sich das. So, jetzt, meine Damen und Herren, kommt Kalkofes Mattscheibe hier bei TV Total. Einen kleinen Ausschnitt für Sie haben wir schon mal vorbereitet. Schauen Sie mal. Psst, ich habe den Jurypapierkorb geklaut. Vielleicht haben Sie es auch schon bemerkt. Unsere Jury macht sich bei den Castings immer kleine Notizen. Ich habe mich schon immer gefragt, was Sie da schreiben. Oh, na, mal sehen, was da steht. Hör auf zu schnüffeln, blöde Schlampe. Und hier? Vorsicht! Hände weg von Michelle. Es lohnt sich echt nicht. Euer Eros. Ja, gleich mehr davon in Kalkofes Mattscheibe. Und der Gewinner der heutigen Reise nach Istanbul, den sehen Sie hier eingeblendet. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Morgen gibt es wieder eine Reise zu verlosen. Und morgen bei uns zu Gast unter anderem Domian und Alanis Morissette. Und Thomas Anders ist natürlich wieder bei uns. Vielen Dank, Ailton. Viel Glück. Ja, ich drücke die Daumen für die Meisterschaft. Und Marquinho, viel Erfolg. Und Herr Pastor, meinen Segen haben Sie. Ja, das war's für heute. Tschüss, bis morgen. Tonight is the night. Feel it inside.